Servus, ich bin's, der Basti. Stelle euch heute die lang erweiterte Erwartung vor. natürlich die lang erwartete Erweiterung vor zu Samurai Sword. Samurai Sword haben wir schon rezensiert. Hier oben blende ich den Link ein vom Ben. Ich finde, das ist das Spiel, das für mich Bang absolut abgelöst wird. Bang hat ja so einen gewissen Kultstatus. Deshalb werde ich bestimmt nicht viel auf Gegenliebe stoßen, aber für mich ist es einfach das deutliche bessere Spiel. Es hat einen eingebauten Timer drin, die Spiele ziehen sich nicht ewig, es wird einfach, ja, das Spiel beschleunigt sich letztlich selbst gegen Ende hin. Man hat also immer eine gute Spielzeit zwischen einer halben und dreiviertel Stunde, maximal mal eine Stunde und dann ist es auch vorbei. Mehr finde ich, oder länger sollte es auch nicht dauern, denn es ist jetzt ja kein Strategiespiel, sondern es ist ein witziges Fun-Partyspiel, bei dem man eben mit verdeckten Rollenkarten und Waffen aufeinander einhaut und versucht eben ja erstmal die Fraktionen rauszukriegen, wer spielt mit wem. Und hat Bang schon gut gemacht, aber Samurai Sword macht es eben genauso gut und ist dabei eben auch noch ein besseres Spiel. Auch wenn mir die Thematik jetzt an sich nicht ganz so gut gefällt wie das Western-Thema, was ich persönlich schöner finde, ist es einfach trotzdem ja das bessere Spiel, weil auch keiner ausscheiden muss, keiner sitzt stundenlang daneben und muss nur zugucken, wie andere sich stundenlang Karten um die Ohren hauen. Das ist jetzt mein absoluter Favorit und hat Bang ersetzt. Die Erweiterung war jetzt allerdings aber dringend nötig, fand ich. Deshalb für mich auch wirklich echt lang erwartet, denn es war jetzt nicht so abwechslungsreich. Beim Bang-Spiel hatten man ja ganz, ganz viele Erweiterungen, die viele neue Karten mit reingebracht haben, die viele abwechslungsreiche Karten reingebracht haben. Das war jetzt eben hier mit dem Grundspiel noch nicht gegeben. Das war einfach, wenn man es häufig gespielt hat, dann schon ein bisschen eintönig. Und deshalb jetzt ganz gut, dass die Erweiterung da ist. Ob die jetzt wirklich viel Abwechslung dazu bringt, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich erkläre euch kurz die Regeln, die Neuerungen, die neuen Karten zeige ich euch. Was heißt kurz, eigentlich recht ausführlich. Und dann danach kommen wir zurück und ich sage euch, wie ich die ganze Erweiterung letztlich so als Paket dann auch finde. Gut, schauen wir es uns mal an. Mit der Erweiterung Rising Suns bekommt man hier 18 neue Widerstandspunkte und 15 neue Ehrenpunkte. Dann hat man hier zwei neue Übersichtskarten, die sind identisch. Es kommt jetzt einfach hier eine weitere Spalte mit hinzu, weil man einen achten Spieler hat. Und an der Wertung an sich ändert sich auch ein bisschen was. Deshalb hat man hier jetzt ein komplett neues Rollendeck. Erstens ist eine Karte mehr dabei, das ist ein zweiter Ronin als achter Spieler. Zweitens ändert sich, wie gesagt, bei der Wertung was. Von daher kann man den alten Kartenstapel dann rausschmeißen, den braucht man nicht mehr. Und nimmt jetzt einfach diese neuen Rollenkarten, die mit dabei sind. Dann haben wir hier ein Deck mit 12 neuen Charakterkarten. Im Grundspiel waren schon 12. Man hat jetzt also doppelt so viele Charaktere. Und die beziehen sich oder korrelieren gut mit diesem Kartenstapel. Denn das sind die 40 neuen Spielkarten, die einfach ein bisschen was anders machen. Es sind zwar auch alte Karten mit dabei. Zum Beispiel eine Teezeremonie oder eine Abwehr, wie man es schon kennt. Aber auch ja einige neue Karten. Ja, diese Karten mischt man jetzt hier in das alte Deck rein. Das sind 90 Spielkarten plus 40 Spielkarten, haben wir also 130. Es ist also gut ein Drittel an Karten mehr oder knapp ein Drittel mehr. Ja, und die gewogenen Spieler oder die erfahrenen Spieler denken jetzt natürlich, oh, das ist ja blöd, dann dauert das Spiel ja länger, weil dieser Kartenstapel ja eigentlich auch so ein bisschen als Timer fungiert. Er treibt das Spiel voran, denn immer wenn er leer ist, muss ja jeder Spieler einen Ehrenpunkt abgeben. Das ist jetzt auch weiterhin so, also die Spielzeit verlängert sich nicht, denn jetzt gibt es hier eine neue Regel, die nennt sich Banzai. Banzai bedeutet einfach nur, wenn ein Spieler alle Widerstandspunkte verliert und wehrlos wird, werden so viele Karten vom Hauptkartenstapel abgelegt, wie dieser Spieler an Widerstandspunkten hier aus seiner Karte hat. Also in dem Fall jetzt 5. Und dadurch wird der Kartenstapel eigentlich genauso schnell wieder leer wie sonst auch. Und das Spiel wird jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen, sondern behält seine knappe, kurze Spielzeit. Kommen wir jetzt zur Regeländerung bei der Wertung. Ich habe jetzt einfach mal die neue und die alte Übersichtskarte übereinander gelegt. Es ändert sich jetzt praktisch nur was bei 4 und 6 Spielern. Vorher war es so, dass im Shogun-Samurai-Team eben die Punkte des Shogun einfach gezählt wurden, die des Samurai doppelt. Das ändert sich jetzt. Die haben jetzt hier solche Sterne bekommen. Also der Shogun hat immer 2 und er weiß jetzt praktisch nicht, ob er jetzt mit dem einen Stern oder mit dem 3-Stern-Samurai spielt. Und das spielt nämlich eine Rolle bei der Wertung, ähnlich wie es schon bei den Ninjas ist.
Die Punkte des Spielers mit mehr Sternen werden verdoppelt. Das kann also entweder dann der Shogun oder der Samurai sein. Das ist also jetzt von vornherein nicht so festgelegt, wie es hier im Grundspiel war. So, zweite Änderung ist natürlich jetzt die Wertung des achten Spielers. Hier kommen, wie gesagt, ja zwei Ronins mit ins Spiel und die haben jetzt eben auch Sterne und das funktioniert ganz genauso. Der Ronin mit den mehr Sternen bekommt auch die doppelte Ehrenpunktzahl. Also wird mal zwei multipliziert, der andere einfach die einfache. Das war auch schon die einzige Änderung bei der Wertung. Und jetzt noch zur letzten regeltechnischen Änderung, das ist die Regel Aufdecken. Aufdecken bedeutet, diese Kartensymbole hier unten in der Ecke rücken stärker in den Fokus. Jetzt nicht nur beim Aufdecken selbst, sondern auch bei einigen anderen Karten spielt es eine Rolle, welches Symbol diese Karte hat. Die sind jetzt aber nicht gleich verteilt, da ist eine Tabelle mit dabei. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir eben das Fuji-Symbol, das ist 12,5% der Karten, dann dieses Koi-Symbol, auch 12,5%, diesen Shinto- oder Tori-Schrein, den gibt es auf 25% der Karten und die Hälfte aller Karten trägt dieses Symbol hier, das Origami. Also da kann man dann auch schon ein bisschen einschätzen, ja, wie häufig dann diese Karte oder eine Spezialfunktion einer Karte letztlich greift. So, das war's jetzt und jetzt schauen wir uns einfach mal die Charaktere an und auch die Spielkarten. Ich fange jetzt erstmal mit den Spielkarten an und dann zeige ich euch einfach ein paar Charaktere. Beginnen wir mal mit den 17 neuen Waffen. Mit dieser Waffe, Makibishi, kann man einen anderen Spieler angreifen, der keine Karten auf der Hand hat. Sprich, wenn einer wehrlos ist ohne Karten, kann man ihn trotzdem angreifen, hat aber nur Reichweite 1 und fügt auch nur einen Schaden zu. Dann haben wir diese Karte Zen. Diese fügt den Spieler für jede seiner ausliegenden Besitzkarten, also die blauen Karten sind das, eine Verwundung zu und hat Reichweite 9, also richtig heftig. Gerade wenn man so einen Spieler, der gerade viele Besitzkarten hat, schwächen will. Ja, da ist natürlich noch eine dabei. Dann hier diese Tessenwaffe ist sehr interessant, da sie nicht nur als Angriff zählt, sondern man kann sie auch als Abwehrkarte spielen. Muss sie aber dann ablegen, hat die Waffe dann nicht mehr. Dieser Bogen hier ist auch sehr interessant. Man hat praktisch mit dem Bogen eine eingebaute Konzentration, denn man darf, nachdem man diese Waffe benutzt hat, eine zusätzliche Waffe ausspielen. Und der Bogen hat natürlich auch eine hohe Reichweite, macht zwar nur einen Schaden, aber hat die Reichweite von 9. Gut, dann haben wir die Jitte hier. Die kann man auch wiederum als Abwehr spielen, genauso wie das Tessen oder den Tessen oder wie auch immer das heißt. Gut, dann haben wir diese Karte. Um diesen Angriff abzuwehren, muss man eine Waffenkarte ausspielen. Also mit Abwehr kann man hier nichts erreichen. Dann, ja, das hatten wir schon. Dann gibt es hier das Tanto. Diese Waffe kann man auf sich selbst richten. Und wenn man dadurch eben seinen letzten Widerstandspunkt verliert, gewinnt man, also erhält man einen Ehrenpunkt. Und macht also so den Ehrenmord an sich selbst. Also das ist auch eine nette Option, die viel Spannung reinbringt. Nicht ganz thematisch, aber ja, trotzdem ganz witzig. Ja, diese Waffe fügt dem angreifenden Spieler für jeden seiner Ehrenpunkte eine Verwundung zu, kann also gegen einen ja, führenden Spieler, der viele Ehrenpunkte hat, richtig heftig sein, zumal sie auch noch Reichweite von 3 hat. Dann haben wir hier das Kutsuka, das ist unser sogenanntes Brotmesser, das ist eine witzige Waffe, denn wenn ein Spieler hier einen Widerstandspunkt verliert, also verwundet wird und den Angriff nicht abwehren kann oder möchte, darf man diese Waffe gleich wieder auf die Hand zurücknehmen. Und wenn man jetzt praktisch noch eine Konzentration hätte oder hat oder mehrere, dann kann man die auch gleich wieder ausspielen. Man verliert die Karte also ja, nicht unbedingt immer, also sobald ich Schaden mache, darf ich sie wieder nehmen. Ja, diese Karte ja, ist auch das gleiche, man muss halt eine Waffenkarte ausspielen, um sie abzuwehren. Zen hatten wir auch schon, die Jitte hatten wir schon. Ach ja, das ist noch was Interessantes, wird der angegriffene Spieler durch diese Waffe verwundet, muss er eine Karte von der Hand abwerfen. Also man kann ihn nicht nur durch den fehlenden Widerstandspunkt schwächen, sondern auch noch handkartentechnisch. So, das ist da auch doppelt drin, also das waren jetzt so die neuen Waffen, die auch eine Menge Spaß machen und richtig cool sind. So, gehen wir weiter zu den Besitzkarten. Da haben wir auch ja, richtig fiese Sachen. Dieser Fluch hier ist sehr interessant. Der wird vor einen Spieler ausgelegt. Man kann ihn nicht loswerden, außer ja, über eine Karteneffekte. Aber an sich hat er keine eingebaute Funktion, dass man ihn wieder los wird. Das Einzige, was man machen kann, ist
alle Widerstandspunkte zu verlieren, also wirklich wehrlos zu werden, sich ja, praktisch killen zu lassen, dann muss man allerdings alle Besitzkarten, die man ausliegen hat, abwerfen. Das ist also richtig eine fiese Karte, die man auf einen Spieler spielen kann, der viele Besitzkarten hat, denn sobald er vielleicht den letzten Widerstandspunkt verliert, verliert er auch alle anderen Karten, die er besessen hat. Diesen Fluch gibt es dreimal, ist eine richtig unschöne Ärgerkarte, also wird gerne genutzt. Dann hat man hier den Bauern. Den Bauern kann man vor sich ablegen und sobald man eben eine Verwundung bekommen würde, kann man ihn dann abwerfen, um eben diese Verwundung zu vermeiden. Da gab es zwei Stück, glaube ich, oder drei, weiß jetzt nicht genau. Dann gibt es hier das Kote, ist auch eine interessante Karte. Immer wenn man so einen Fisch, also Koi-Symbol ausspielt, bestimmt man einen Spieler, der eine Karte vom Stapel nachziehen darf. Also man unterstützt praktisch einen Mitspieler. Diese Karte ist auch sehr hinterhältig, das ist eine offene Wunde, die gerade gemeinsam mit dem Fluch recht fies ist. Und zwar muss man hier jetzt eben aufdecken, wenn es ein Origami-Symbol ist, dann verliert man einen Widerstandspunkt. Man kann dadurch aber jetzt nicht getötet werden, sondern den letzten darf man dann trotzdem immer behalten. Die offene Wunde kann man wieder loswerden, wenn man eben einen Ehrenpunkt verliert, dann darf man sie auf den Ablagestapel legen. So, und jetzt kommen wir noch zu einer interessanten Karte, das ist jetzt nur noch ein Bauer. Das ist der Diener hier und zwar, ja, es gibt die leider nur einmal, denn der ist sehr stark. In deiner Ziehenphase ziehst du zusätzlich eine Karte vom Nachziehstapel, also auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. So, und jetzt kommen wir zu den gelben Karten, den Aktionskarten. Wir haben Karten schon, die wir schon aus dem Grundspiel kennen. Eine Abwehr, eine Teezeremonie und eine Geisha. Aber jetzt kommen hier die neuen Karten. Das ist die Nachahmung, dreimal dabei. Mit der Nachahmung kann man eben einen Spieler eine seiner Besitzkarten, die er ausliegen hat, abnehmen und auf die Hand nehmen. Man kann also mit dieser Erweiterung, habt ihr jetzt schon mehrmals gehört, deutlich besser auf die Karten, auf die Besitzkarten des Gegners zugreifen bzw. sie leichter einfach aus dem Spiel nehmen und zerstören. Dann haben wir hier den Gegenangriff, der ist auch interessant. Er blockt praktisch einen Angriff, gilt als Abwehrkarte und gleichzeitig wird dann der Gegenspieler angegriffen und wenn er eben keine Abwehr abwirft oder abwerfen kann, dann erleidet er stattdessen eine Verwundung. Die ist zweimal mit dabei. Dann haben wir hier die Intuition, auch eine sehr nette Karte. Alle Spieler, die nicht harmlos oder wehrlos sind, müssen jetzt eine Karte von ihrer Hand nehmen und aufdecken. Und der Spieler, der die Karte gespielt hat, darf sich davon dann eine aussuchen. Und dann hier der Doppeltreffer, auch eine nette Aktionskarte. Hier gibt man eben einen Widerstandspunkt ab. Man ist jetzt letztlich der Angreifer, verliert einen Widerstandspunkt, aber der Gegner eben auch. Bei jeweiligen Spieler darf aber nicht der letzte Widerstandspunkt abgelegt werden, also den behält man dann trotzdem immer. Und ja, das war es jetzt auch von den Aktionskarten. Und jetzt kommen wir noch zu den Charakteren. So, Kanbei kann jetzt eine eigene Besitzkarte abwerfen, um es als Abwehrkarte zu nutzen. Kenshin kann eben nur durch Waffen verwundet werden, die dieses Origami-Symbol tragen. Dann haben wir hier Shingen, er hat jetzt, ist zwar weiterhin an das Waffenkartenlimit gebunden, allerdings diese Fuji-Waffenkarten kann er als zusätzliche Waffen ausspielen. Da ist er also nicht ans Limit gebunden. Er ist auch sehr interessant, immer wenn ein Spieler hier ihm Schaden zufügt, deckt er eine Karte auf. Wenn das ein Schwan ist, wird der Gegenspieler, der Angreifer, verwundet. Masamune ist auch sehr interessant, immer wenn sie Karten aufdeckt oder aufdecken muss, kann sie bis zu drei Karten aufdecken und sich eine aussuchen. Shima ist auch witzig, denn sie muss oder kann in einem Zug mal eben einen Widerstandspunkt abgeben, um sich eine ausliegende Besitzkarte zu nehmen, also auch die eines Gegners. Lady Cha-Cha oder wie auch immer sie heißt, die kann eben, wenn sie jetzt angegriffen wird, zwei Karten aufdecken, tragen die dasselbe Symbol, erleidet sie keine Verwundung. Sie heilt einfach zu Beginn jedes Zuges einen Widerstandspunkt. Er kann immer, wenn er eine Schreinkarte ausspielt, eine Karte vom Nachziehstapel nachziehen. Sie ist immer, wenn sie eben das Ziel einer Aktion ist, kann sie so eine Origami-Karte spielen, um den Effekt zu verhindern. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch einen Kämpfer mit bis zu 8 Lebenspunkten. Allerdings erleidet er bei Angriffen durch Waffen einen Schaden mehr. Aber eben bei anderen Angriffen durch meinetwegen Aktionskarten dann doch nur, sag ich mal, den angegebenen Schaden oder einen Schaden, was ja meistens der Fall ist. Von daher ist er schon recht robust.
Ja, das waren jetzt so die 12 neuen Charaktere und jetzt geht's zurück zum Fazit. Ja, die größte Befürchtung, die ich bei Rising Sun hatte, ist, dass das Spiel jetzt einfach deutlich länger dauert und seine schöne kurze Spielzeit verliert. Ist aber nicht der Fall. Wir haben zwar hier jetzt deutlich mehr Karten in diesem Kartenstapel, der ja eigentlich der Timer des Spiels ist, der das Spielende auch immer ein bisschen vorantreibt. Durch diese Banzai-Regel jetzt allerdings, wo man eben Karten entsprechend der Widerstandspunkte abwirft, wenn ein Spieler alle verliert, kommt man dann doch eigentlich genauso schnell durch den Stapel durch. Es bleibt einfach bei der schönen, knackigen Spielzeit von 30 Minuten bis zu einer Stunde, also maximal einer Stunde. Normalerweise ist Spiel, in der Regel brauchen wir eine Dreiviertelstunde dafür. Und das finde ich gut, dass das jetzt nicht verlängert wurde, denn man will ja das Spiel nicht länger spielen. Es ist ja doch eher, sage ich mal, kein Strategiespiel, sondern oft sehr chaotisch und sehr glückslastig. Der Flavor liegt ja hier in diesem Rollenspiel und in diesem, ja, gegenseitig sich Karten um die Ohren schmeißen. Und von daher, länger soll es einfach nicht sein und ist es zum Glück jetzt auch nicht. Von daher eine sehr, sehr gute Regel und meine Befürchtungen wurden eben schon mal gleich im Keim erstickt. Also das ist schon mal ganz toll. Ja, dann haben wir eben eine neue Wertung mit dabei. Für 4- und 6-Spieler macht es das Ganze für die Samurai- und Shogun-Fraktion natürlich ein bisschen interessanter, weil sie nicht von Beginn an nicht genau wissen, wem oder welche Punkte jetzt, sag ich mal, doppelt gewertet werden. Das ist toll. Und absolut Hammer ist natürlich der 8. Spieler. Und wenn der dabei ist, gibt es einfach einen weiteren Ronin, einen weiteren Charakter, den man nicht hundertprozentig einschätzen kann, den man erstmal wirklich rauskniffeln muss. Wenn der gut spielt, bringt das immer sehr viel Unsicherheit für die Ninjas und auch die Samurais mit. Und von daher zu 8 ist es einfach hammergut mit diesen Try Ronins. Da kommt dieser Rollenspielcharakter einfach noch ein bisschen mehr raus. Oft weiß man ja sehr schnell, wer es wäre, aber wenn 2 Ronins dabei sind, bleibt das Ganze dann schon ziemlich unübersichtlich. Ja, kommen wir zu den neuen Spielelementen in Form von Karten. Also wir haben jetzt einfach 12 neue Charakterkarten. Das sind doppelt so viel wie im Grundspiel. Das ist einfach hammergut. Die sind wirklich auch ganz anders als die aus dem Grundspiel. Wir beziehen sie auch oft mehr auf die, sag ich mal, neuen Erweiterungskarten, mehr auf diese Symbole, die jetzt mit dieser Rising Sun Erweiterung stärker in den oder überhaupt erstmal in den Fokus gerückt werden. Und das macht einfach Spaß. 12 neue Charaktere, die sich auch alle recht gut spielen lassen. Ich finde jetzt hier keinen zu schwach und keinen absolut zu stark. Die finde ich auch relativ ausgewogen, wobei es ja auch oft von der Spielerzahl und von der Rolle abhängt, die man spielt. Aber an sich wirklich nette Sachen mit dabei, die viel Abwechslung bringen. So soll es einfach sein. 12 Stück, genauso viel im Grundspiel, finde ich hammergut. Ja, dann haben wir natürlich neue Waffenkarten, die machen absolut Spaß. Die, sag ich mal, Karten aus dem Grundspiel, die kommen dann so eher banal vor, denn die haben jetzt extra Effekte noch und ganz tolle Sachen, dass man auch mal, sag ich mal, einen Spieler, der sehr stark ist, auch benachteiligen kann oder stärker angreifen kann. Zum Beispiel, wer mehr Ehrenpunkte hat, kriegt bei der einen Waffe einfach deutlich mehr Treffer. Wer viele Besitzkarten hat, kriegt bei der Zen-Waffe einfach mehr Treffer. Finde ich einfach eine spannende Geschichte, dass man da auf einen starken Spieler auch besseren Zugriff dann letztlich auch hat. Das finde ich toll. Einfach eine klasse Aktion. Also interessante Effekte dabei, sei es dieses komische Brotmesser da, das man immer wieder auf die Hand zurückkriegt und immer wieder zustechen kann, wenn man Konzentration hat. Oder die eine Karte, wo man auch Spieler, die harmlos sind, angreifen kann. Auch eine spannende Geschichte. Also finde ich einfach cool und klasse. Also das macht Spaß. Dann haben wir natürlich neue Besitzkarten. Da kommen vor allem so richtig bösartige Sachen wie den Fluch oder diese offene Wunde mit hinzu, die wirklich garstig sein können, wenn man die an der Backe hat. Am besten noch doppelt oder zwei davon, also beide meine ich. Dann ist es natürlich sehr, sehr garstig und ja, muss eben, wenn man diesen Fluch hat und letztlich dann stirbt, alle Besitzkarten abwerfen. Das kann schon richtig niederschmetternd sein, aber auch einfach eine schöne Methode. Heißt aber nicht, dass man ja gleich sterben muss, nur weil man den Fluch hat. Also von daher ist es auch sehr witzig, auch taktisch interessant, wann spiele ich diesen Fluch. Warte ich ab, bis die Spieler viele Karten schon auslegen haben, spiele ihn dann erst, behalte ich ihn ein bisschen auf der Hand oder spiele ich ihn gleich. Das sind dann auch so nette Überlegungen, die man mit dabei hat. Also macht das Ganze sehr interessant. Dann haben wir so einen Bauern, den man vorschicken kann, um Verwundungen abzufangen und so weiter.
Ja, die Aktionskarten, die mit dabei sind, gefallen mir auch recht gut. Man hat ja auch wieder viele Interaktionsmöglichkeiten. Man kann deutlich besser auf die Besitzkarten der Gegner zugreifen, was in der ersten im Grundspiel eigentlich so ein bisschen noch gefehlt hat. Da gab es eigentlich nur die Geisha, die das so richtig konnte. Und jetzt hat man durch die Nachahmung natürlich immer die Möglichkeit, im Spieler eine Karte einfach wegzunehmen oder sie auszulöschen. Auch durch den Fluch kann man die einfach mal ausradieren und so weiter. Also das ist schon eine spannende, interessante Geschichte. Ja, auch diese Intuition ist ganz nett, bietet eben sozusagen für praktisch für Verbündete wie auch für die Gegner ja, einfach nette Optionen und Möglichkeiten. Gefällt mir einfach gut. Also wie gesagt, diese Erweiterung macht einfach Spaß, sie funktioniert, sie bringt neue Sachen mit rein, die absolut gut greifen, sie ist leicht zu implementieren, das heißt, ich mische ja eigentlich nur das Kartendeck zusammen, tausche das eine aus und ohne viel neue Regeln geht es einfach los und man hat trotzdem wieder ein bisschen mehr Spaß und einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Das einzige Manko, was ich jetzt an der Erweiterung finde, ist, dass man letztlich vielleicht doch ein bisschen zu wenig hat. Also ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Aktionskarten, ein bisschen mehr Besitzkarten gewünscht. Man ist einfach verwöhnt von Bang, dass es da so viele unterschiedliche Karten gibt und ich hoffe, dass Samurai Sword irgendwann auch auf dieses Level kommt, denn dann ist Bang für mich endgültig und absolut raus. Und ja, also für mich eine super Erweiterung, hätte noch ein Ticken mehr sein können, aber an sich, ja, die wollen natürlich auch die nächste Erweiterung verkaufen. Von daher müssen sich natürlich auch ein bisschen was offen halten. Ja, gut, das war jetzt meine Rezension zu Samurai Sword. Also jeder, der Samurai Sword mag, denkt, kommt an der Erweiterung nicht vorbei und wird die auch gut finden, wird auch nicht mehr ohne spielen wollen. Man kann die Karten zwar aussortieren, weil die Rising Sun Symbole hier überall drauf sind, aber ich glaube nicht, dass es irgendeiner in irgendeiner Form machen möchte, denn das macht das Spiel eigentlich nochmal deutlich besser und ja, ich denke, es ist einfach eine lohnende Investition, wenn man das Spiel so schon gerne mag und es oft spielt, sollte man sich Rising Sun auf jeden Fall holen und ja, kann ja dafür dann sein altes Bang verkaufen, da hat man wieder Geld für die neue Erweiterung, die da kommt. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Erweiterung, die würde ich mir auch gerne anschauen, ist zwar jetzt noch nichts weiter bekannt drüber, aber ich denke, da kommt auf jeden Fall noch was. Und ja, sag bis dahin jetzt mal Servus, spielt schön und ja, schreibt uns und gebt uns ab und zu mal so einen kleinen Daumen. Bis zum nächsten Mal. So, hier seht ihr jetzt den Schachtelinhalt, zumindest einen Großteil davon. Hier wurde also ganz schön was in diese kleine Box hineingepresst. Wir haben hier eben verschiedene neue Elemente, neue Module, die man mit hinzunehmen kann. Übrigens sind alle diese Module bzw. alle Karten, die neu sind, mit diesem Symbol hier versehen, sodass man die auch aussortieren kann wieder, falls man eben möchte.